Heyo Leute und willkommen zur nächsten Folge Hex Quest. Und irgendwie habe ich gerade Hunger. Oh, du hast ein Brot gelegt, das ist aber schön. So, Spaß beiseite, das habe ich da selber hingelegt, nicht dass dann heißt, was, Chocobos legen Brot? What? Ich möchte hier nicht irgendwas Falsches wiedergeben. da lang, Erde. So, da ich, wenn ich es jetzt schaffe, nicht zu sterben in dieser Folge, darf ich dann im Endeffekt sogar mir meinen Wunsch sozusagen erfüllen. Was brauche ich noch für drüben? Ich brauche Steine, gebrannte Steine. Nein. Die tue ich mal in die Öfen rein. Und da drüben irgendwo, genau, alles voll. Die Kuscheln als aufgebraucht. Alter, was? Nee, ich wollte schon sagen. Hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Oh, Fleisch. Fleisch kommt in Essen 2 rein. Genau. Zack. So, und wir fangen halt jetzt ganz einfach an. Also wir bauen uns einfach ganz gechillt an der Burg weiter. Ich habe euch ja gesagt, das wird alles jetzt so ein kleines bisschen zum Bauen ausarten. Hey. Okay, dann werde ich es ganz einfach so machen. Zack. Das sieht dann eh keiner. Auch wenn ihr es wisst. Psst. Niemand darf es wissen. Ach komm, machen wir den Holz einfach hinten zu. Oh. Alles easy, alles gut. So. Nochmal mit der 7 gucken. 7. Okay, ist nichts. Gut, dann kann ich anfangen, hier unten jetzt auszufüllen. Aha, so sieht das also aus. Die Maro ist ja nicht mal echt. Also keine Angst, die Mauer grabe ich jetzt nicht aus. Das war jetzt einfach bloß für mich zum Gucken. Weil ich jetzt hier Erde auffüllen muss. Ah, genau. Das habe ich ja wieder toll hingekriegt. Ich würde es eigentlich gerade so machen, dass ich hier hochklettern kann. So, hier. Muss man dann mit Nico vielleicht noch besprechen, was wir für Weg hier hinnehmen. Gibt bestimmt was Schönes, was wir rausfinden. Irgendwelche schönen Platten oder sowas. Einfach so Cobblestone-Weg oder so möchte ich jetzt nicht unbedingt hier machen. Und ich habe keine Erde mehr. Alles weg mit euch, weg. So, ja, hör auf zu schreien, ich bin gleich wieder da. Papa ist gleich wieder da. Tschüssi. Ach ja. Ach ja. Es ist immer wieder atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal den ganzen Rotz hier wegschmeißen gehen. Mülleimer, hilf mir! Tag? Nein, es ist Nacht. Oh, egal.
Also ihr seht ja auch, dass ich jetzt hier am Stück aufnehme. Ansonsten wäre ja dann. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Peng! Arsch. So dreckiger Arsch! Über haben mich schon genügend Items, Leben und sonst alles gekostet. Nerven vor allen Dingen haben sie mich gekostet. Die können wir reinschmeißen. Das können wir aufheben. Das können wir auch mal aufheben. Die Bücher kann ich zurückbringen ins Lager. Zumachen, dass keiner sinnlos stirbt. Jetzt will ich mal den Bogen testen. Moment, haben wir Manillium? Ne, ich glaube nicht. Das muss ich dann später mal machen. So, wir suchen uns jetzt erstmal ein paar Gegner. Irgendwas, was sich irgendwo versteckt hier. Wird ja wohl noch irgendwo einer rumstehen hier. Ach komm, wir testen einfach am Schwein. Einmal voll aufziehen. Batz, 9 Schaden. Ist nicht viel. Also das Schwein ist jetzt wirklich am Fallschaden gestorben, weil ich es weggepuncht habe. Aber glaubt mir, der Bogen hat mit den richtigen Pfeilen, hat er die Chance, locker 100 bis 250 Schaden zu machen. Mal gucken, Headshot. 8. Noch nicht voll aufgezogen. 6. 8. Also ihr seht, Schaden ist auch nicht immer gleich, aber so vom Grundprinzip her habt ihr jetzt verstanden, wie der Bogen funktioniert. So. Okay. Hier oben sind immer die Luftlöcher drin. Richtig gut, richtig gut. So, 8 Brötchen. So, passt. Habe ich, was ich wollte? Nein, ich habe natürlich. Ich hab davor. Ach nee, ich hatte keinen Platz. Alles da. Okay. Ja, ist gut. Hört auf, mich anzuschreien. Ich weiß. Ja, ist gut. Das ist natürlich ungünstig gewählt. Ist egal. Die lasse ich dann mal durchlaufen, wenn ich dann mit der Folge fertig bin. So. Ach, schmeiß mal gleich mal ein paar Grüße raus an ein paar Leute, die mich auch definitiv gucken. Hallo, Mr. Fritz. Wenn du das siehst. Hi. So. Oh nein, ich habe eine Fackel abgehauen. Nein. Baumwolle. Schade, dass ich das nicht brauche. Habe ich ein Feuerzeug? Natürlich nicht. Okay. Dann nehme ich dann bloß noch das Kupfer aus und dann den. Oh, trotzdem, dann kann ich das Ding verbrennen eigentlich. Für alle, die es nicht wissen, dieses Kottenzeug hier, daraus kriegt man dann diese Wolle und aus 4 solchen Wollteilen kann man sich einen Faden machen. Oder einfach aus 9 Stück einen ganzen, ich glaube, Wollblock. Oder es ist 9 nur ein Wolle, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken.
passt doch perfekt. Dann gucke ich mal rum. Das Ding hier baue ich auf jeden Fall weg. Also das mag ich überhaupt nicht. Ich meine, die Wolle, das ist eine schöne Idee, aber hier würde vielleicht sowas wie eine kleine Schmiede oder halt ein kleiner Amboss oder sowas, das würde ja ganz gut kommen. Hier oben drinne kommt dann auch definitiv der Verzauberungstisch rein. Einfach, dass das halt ein bisschen geordnet hier aussieht. So, was war hier drin? Ein Rüstungsständer, das ist schön. Ein Sattel, Scroll of Escape. Decke, nutzlose Gehirne. Ach ja. Ich hab gar keine Ahnung, wie lustig das ist, sowas jetzt mal. Einen Rüstungsständer brauche ich nicht. Also brauche ich schon, den muss ich dann irgendwo hinstellen. Einfach mal für den Anfang. Wachen für einen Thronsaal braucht man dann. Die Treppe hier muss auch hier weg, die kommt dann hier drüben hin irgendwie, dass das hier oben sich nicht so beißt. Mehr, mehr. Oh, nee. Oh nee, das sollte man nicht. Das kann hier hinten wahrscheinlich wieder spawnen, weil hier ist wieder hell. So, dann bringe ich das jetzt hier weg und dann fange ich an, den Thron zu bauen. Das kommt hier rein, die behalte ich. Die zeige ich euch dann auch gleich, warum. Pfeile brauche ich nicht. Ich habe dann eh Infinity nach der Folge auf dem Rucksack. Ach. Oh Gott, oh Alter. Nee. Wird Zeit, dass ich ins Bett komme. Ich laufe nur Müll. Oh, um Gottes Willen, also wenn euch das stört, Leute, tut's mir leid, also ich bin heute einfach, keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Gibt's irgendwas, was schneller geht? Spitzhacke, Schwert. Ja, geht alles gleich schnell. Oder eben langsam. Der Thron wird 3 breit, das heißt, das hier muss alles beides noch weg. Ich muss jetzt auch noch mal in die Runde fragen: Spielt ihr das neue Minecraft, also das Minecraft 1.10? So spielt ihr das oder gibt es vielleicht schon die 1.11? Ich muss sagen, also seitdem es halt dieses PvP-Update gab, ist für mich so aus Minecraft ganz einfach, dass so der Spaß weg. Das ist so scheiße gewesen, das Update. Das hat einfach dieses PvP alles so kaputt gemacht. So, brauchen wir noch irgendwas? Ja, die können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Dann kann man sie einfach wegreißen. Da. 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 Ich habe gerade kein Eisen dabei. Das ist aber kein Problem. Hey, hier werden keine Federn hingekackt. Waren das fertig. Ein Eisen wird draus stibitzt. Ehrlich? Hier muss ich es noch so rummachen. Es ist egal. Es stirbt nicht. Ich werde es überleben. Vielleicht. Naja. Soul Cage. Hebel.
Hier Holz. Stein war es, glaube ich, ein ganz normaler Stein, ne? Ist das ein Hebel? Ja, sehr schön. Sehr schön, meine Freunde. Jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich. Erze. Nehmen wir noch ein bisschen Redstone mit. Mampf ich noch was. Dann gucke ich, ob ich auch wirklich alles dabei habe. Ich habe den Splitter dabei. Ich habe das. Steine. Ah, ich glaube, den Thron, da muss ich mir dann ein paar Eisenblöcke mitnehmen. Oder sowas. Vielleicht Holz oder so. Das muss ich gucken. Vielleicht brauche ich dafür die Säge. Das geht so einfach nicht. Halt. So, das ist der Rucksack, der Spiegel, mit dem ich nach Hause komme. Muss ich noch beschriften. Alles klar. Ah, habe ich ihn nicht angezündet. Habt das gesehen? Das war Skill. So, okay, dann zeige ich euch mal, was ich eigentlich zeigen wollte. Die Soul Cages funktionieren. Und zwar brauche ich Redstone, den Soul Cage. Geh mal weg hier. Muss ich gucken, ob das so hier oben von der Seite funktioniert. Ja, funktioniert. So, jetzt ist er nicht gepowert. Ey, nein! Ey, ey! Jungs! Nein! Halt! Powern! Okay, ich habe zwar einen Fehler gemacht, aber ist nicht so schlimm. Alles hat funktioniert, wie es sollte. So, und solange ich jetzt hier in der Nähe stehe, also egal, ob ich jetzt daneben stehe oder nicht. Ach, ein Hoch auf Vitalität. So. Chocopedia, brauche ja keine Sau. Zeig mal, was ist denn das für ein Bogen? Power 3, das ist nicht mal schlecht. Von hier. Jetzt spawnen 3-4 Monster. Dann renne ich runter, mache alle kaputt und dann haben wir wieder ein paar Level. Hey. Hey, hör auf mich zu schießen. Aus. Pui. So, das ist die kleinste Form der Mobform, die ich beherrsche. Wieso ist hier eine Fackel weggeflogen? Der spinnt wohl. Okay, also anscheinend habe ich doch noch irgendwo jetzt wieder Pfeile einstecken. Oder sind die aus dem... Nö. Ach hier, 23 Pfeile, na ist egal. Das stört nicht. So, und da wir jetzt ans Ende angelangt sind, gehe ich mal zurück. Diesmal überziehe ich nicht, also nicht sehr. Möchte ich ja nicht jedes Mal quälen, so. Und jetzt verzaubern wir noch schnell unseren Bogen. Denn ich bin jetzt in den letzten 4 Folgen nicht gestorben. Und das heißt, ich darf mir jetzt was wünschen. Oh, großes, hässliches Spielemeister. Ich wünsche mir von dir, dass du mir meinen Bogen verzauberst.
Okay. So. Halt, nein, Moment. Geht da noch mehr drauf, das Buch? Nö, ich habe Blight, alles eigentlich, Infinity, Unbreaking Power, alles drauf, gut. So. Nee, Moment, wie hieß dieser Bogen? Nicht Dämmerwacht. Ach, keine Ahnung, also Name gebe ich dann später selber mal. So. Ich mache das jetzt mal und zeige mich mal. Dafür bleibe ich mal im Game Mode. Schnapp mir mal ein Ei, um einen Monster hinzustellen, da hier wahrscheinlich nichts gespawnt ist oder so. Zombie, 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 Zombie. So, oh, du brennst. Wir wissen vorhin 6 bis 8 Schaden. 23 Schaden. Merkt's euch. 23. Warum brennst du nicht? 35 Schaden. Da wir aber immer noch bei diesem Bogen hier zusätzlich was basteln können, zeige ich euch dann in der nächsten Folge dann, wie wir die Pfeile dafür herstellen. Und glaubt mir, diese Pfeile, die werden euch das Blech wegfetzen. Weil, wie gesagt, mit dieser Kombination bekommt man. Oh. Nein, nein, du verbrennst. Du musst verbrennen. Ich hab dich unrechtmäßig behalten. Ich hoffe, er dürfte dann eigentlich nichts droppen, wenn er verbrennt. Leider nichts gedroppt. Doch, hat ein Gehirn gedroppt. So, der Fairness halber bringe ich die Gehirne und das hier alles weg. Das war ein Eisen. So, halt das weg. Oh, wo ist das Eisen hin? Liegt das noch dort? Ja, okay. Mein Kopf, da stört keiner, aber das Eisen gehört uns nicht. Und ich zeige euch auch dann in der nächsten Folge, wie wir uns einen Raum basteln, indem wir einfach dann den Nether-Sterne halt farmen können. Einfach dann den Witter-Boss da drin spawnen. Der kann dann sich in einem so einen Obsidian-Raum. Er sprengt zwar ringsrum ein bisschen was, aber scheiß drauf, aus dem Obsidian-Raum kommt er nicht raus. Also ich probiere das vorher im Singleplayer nochmal aus, dass es da wirklich funktioniert, aber ja, es sollte schon funktionieren. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. In der nächsten Folge werden wir definitiv unseren kleinen Mega-Pfeil und Bogen hier ausprobieren. Ja, ich probiere es nochmal ganz kurz. Ja, also ihr seht, der Pfeil brennt. Der, ja, was soll ich dazu sagen? Der Pfeil macht halt ordentlich Damage. So, jetzt war's. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Sayonara.